wenn man 9000 Leute verlieren, nicht behinder sich bringt bei einer höheren Wahlbeteiligung, dann sind das für mich Alarmsignale. Und daher gibt es für mich kein Weiter-so. You are ready to wake up. Ist der Frust über die verlorenen Stimmen, obwohl Sie als Direktkandidat, als einziger aus unserem Landkreis in Pfaffenhofen wiedergewählt wurden, ist der Frust so stark? Ich habe keinen Frust, das wäre also völlig falsch formuliert. Es ist so, dass ich mich natürlich freue, dass ich jede Stadt, jeden Markt, jede Gemeinde gewonnen habe. Diese 50 Gemeinden und Städte und Märkte konnte die CSU und auch ich holen. Aber ein Stimmenverlust mit fast 9000 Personen, die sich gegen dich persönlich entscheiden, und ich nehme das persönlich, das ist für mich schon ein absoluter Grund zu sagen, was haben wir falsch gemacht? Wir müssen hier in die Analyse, wir müssen klar alle Karten auf den Tisch legen und sagen, wo haben wir Fehler gemacht? Und diese Fehler gilt es so schnell wie möglich zu beheben, und deshalb ist mein Auftrag klar, dass ich mit den Menschen ins Gespräch will, und deshalb werden wir am 10., 11. und 12. Oktober werden wir hier Gespräche anbieten, hier in den drei Landkreisen, wo man sagt, in Verantwortung verändern, und hier werden die Fragen gestellt, und hier ist die Frage ganz klar, was erwartet ihr von der CSU und was erwartet ihr auch von der Person Erich Elsdorfer? Die Analyse möchte ich jetzt auch zusammen mit den Bürgern machen. Das heißt, sagt mir ganz unverblümt, was haben wir oder vielleicht auch, was habe ich falsch gemacht? Und Sie gehen davon aus, dass Sie bei diesen drei eben erwähnten Veranstaltungen, das sind Open-End-Veranstaltungen, ich zitiere Sie, das kann auch 5 Stunden dauern, hier geht keiner raus, der mir nicht seine Meinung gesagt hat. Das ist aber ein gewaltiges Unterfangen. Völlig klar, das ist meine Aufgabe. Jetzt zuerst werden wir mit unseren Ortsvorsitzenden intern die Dinge, die Fehler, die wir selber gemacht haben, die werden wir schonungslos hier natürlich auch benennen und schauen, dass wir die möglichst schnell abstellen. Und ich fange da absolut bei mir zuerst an. Also das ist ein Wahlkampf, kostet nicht nur Kraft und Geld, sondern da muss man anschließend in der Analyse sagen, was war richtig, was war falsch. Und diese Dinge müssen wir beheben. Und das, der erste Punkt, wo ich ansetze, ist bei mir als Person, bei meiner Mannschaft, welche Fehler wurden gemacht. Ja, und dann gehen wir weiter, das werden wir in der CSU-Familie ordentlich besprechen, und da werden wir uns in die Augen schauen, und dann werden wir das auch ändern. Und dann geht man in den nächsten Schritt, und das ist eben dann das Gespräch mit der Bürgerschaft, und jeder kann mich alles fragen, und derjenige, der das nicht öffentlich tun will, hat die Möglichkeit, das auch schriftlich zu tun, und wir werden in dieser ganzen Analyse, werden wir jeden Punkt hier aufgreifen und einfließen lassen. Ob man dann was ändern kann, das ist ganz was anderes. Gell? Aber ich höre mir all diese Sorgen und Nöte an, und ich gehe nicht einfach drüber und sage, ja, 9000 weniger, 50 Bezirke gewohnt, alles schön, jetzt geht es 4 Jahre weiter. Das ist nicht meine Vorstellung von Politik. Wer jetzt zu diesen drei Veranstaltungen nicht kommen kann, ich meine, die Plätze sind ja naturgemäß etwas begrenzt, dem geben Sie ja die Möglichkeit, und das ist ja jetzt was ganz was Neues, ich zumindest habe sowas noch nie mitbekommen nach einem Wahlkampf, Sie werden den Bürgern die Möglichkeit geben, Fragebögen auszufüllen, und das werden Sie auch auswerten. Selbstverständlich, also es ist völlig klar, dass man über meine Homepage und dass man über sämtliche Wege, auch über unsere Bundeswahlkreisgeschäftsstelle in Nadelstadt, dass man hier mir seine Anliegen sagen kann oder schreiben kann, oder es gibt ja vielleicht Konstellationen, die man öffentlich selber nicht benennen möchte vor Publikum, vollkommen klar. Und ich nehme jede Aussage ernst. Jetzt habe ich den Eindruck, Sie stellen ja Ihre Veranstaltungen unter dem Oberbegriff ich habe Stimmen verloren, ein Weiter-so mit mir wird es nicht geben. Ich gehe mal davon aus, Sie wissen bereits, was Sie persönlich unter Umständen besonders angehen würden, was Ihnen nämlich in der Vergangenheit, vielleicht zu kurz gekommen ist an Themen. Das eine ist das Thematische, das andere ist das Organisatorische. Wenn man ordentliche Politik macht, und ich glaube, dass ich ordentliche Politik zusammen mit den Parteigremien gemacht habe, wenn man es aber nicht schafft, an die Bürger zu transportieren,
dann muss man zuallererst an der Kommunikation anfangen. Und das werden wir da. Und da werden wir uns dementsprechend auch aufstellen, was die Wahlkreisarbeit betrifft. Das ist der eine Punkt. Aber natürlich in enger Abstimmung mit den Ortsverbänden. Weil die Ortsverbände, das ist unser hohes Gut, dass wir das flächendeckend haben. Und dann werden wir natürlich hergehen und sagen, was sind unsere Themen? Ich bin Sozialpolitiker, von daher ist klar, dass natürlich der Bereich Gesundheit und Pflege wesentlich ist, dass natürlich in dieser Situation Arbeitsmarktpolitik, Rentenpolitik, all diese Dinge schon eine Auswirkung haben auf die Bevölkerung und dass wir dann natürlich auch diese weltpolitischen Themen, wie geht es weiter in Europa, das Thema Frieden, das Thema kriegerische Situationen, Verteidigungspolitik, all diese Themen interessieren die Leute. Und da gibt es keine schnellen Antworten und da gibt es nur einen langen, äußerst ordentlichen, aber vor allem transparenten Weg und den werde ich beschreiten. Sehen Sie zum Beispiel das Thema Rente und speziell das Drei-Säulen-Modell jetzt nach der Wahl etwas kritischer als vor der Wahl? Also ich habe dieses Thema Rente immer als eines der Hauptthemen gesehen und dieses Drei-Säulen-Modell mit der gesetzlichen Rente, die ich für absolut notwendig und auch richtig finde, die betriebliche Rente, wo ich es grandios finde, dass es immer noch Betriebe gibt, die zusammen mit ihren Arbeitnehmern hier für die Zukunft planen und was entwickeln, das auch finanziell bezuschussen, ist toll, ist super, soll auch so bleiben. Aber ich glaube auch, dass man hier in dem Bereich der dritten Säule, wo es um die private Vorsorge geht, gehört es zur Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit dazu, dass man sagt, ja, wie schaut es denn aus mit Löhnen, mit Gehältern? Ich kann doch nicht einfach hergehen und sagen, ja, diese Säule der privaten Vorsorge muss abgedeckt werden, wenn ich mit einem Gehalt heimgehe, wo ich gerade froh bin, dass ich alle anderen Kosten decken kann. Ich komme aus einer Familie heraus, wo wir uns unsere Sache immer arbeiten haben müssen und ich bin 20 Jahre im öffentlichen Dienst beschäftigt gewesen. Ich weiß, was es heißt, mit einem normalen Durchschnittsgehalt auszukommen, zwei Kinder, Frau und wie viel da überbleibt. Und das ist nämlich relativ wenig bis gar nichts. Und deshalb hier davon zu sprechen, dass wir hier selber noch einen extra Beitrag leisten müssen, das kann man nur tun, wenn man dann im Bereich der Gehälter etwas ändert. War das ein Thema, das man im Wahlkampf sträflich vernachlässigt hatte und das schlussendlich dazu führte, dass die CSU diese historischen Stimmenverluste eingefahren hat? Es kann sein, dass es uns nicht gelungen ist, das an den Mann oder an die Frau zu bringen. Das räume ich ein. Abschließend die Frage, es geht ja in Berlin weiter, manche sagen ja, naja, aber erst Anfang nächsten Jahres werden die Koalitionsgespräche, ja Maika Stichwort, vielleicht in die abschließende Runde gehen. Ihre Einschätzung dazu? Also zuerst muss die CSU wissen, was ihr wichtig ist und ich denke der Bayernplan ist eine gute Grundlage. Dann müssen wir uns mit der CDU einigen, Sondierungsgespräche, da wird man auch ein, zwei Runden benötigen. Dass wir wissen, wie wir als Union gemeinsam auftreten. Ein ganz wesentlicher Punkt ist die Gemeinsamkeit. Und dann wird es Sondierungsgespräche mit der FDP und mit den Grünen geben. Und dann schauen wir, ob wir in Verhandlungen über einen Koalitionsvertrag eintreten. Und das benötigt Zeit. Und deshalb glaube ich, ist es auch richtig, dass Genauigkeit in der Verhandlung eines Koalitionsvertrags wichtiger ist als Schnelligkeit. Aber auf jeden Fall stehen vor uns stürmische Wochen und Monate. Intensive Gespräche werden geführt, sowohl in Berlin wie in Bayern, aber auch bei mir im Wahlkreis. Und diese Koalition mit der Bürgerschaft, das werde ich vorantreiben. Zur Ehrlichkeit der stürmischen Gespräche gehört noch, und jetzt hänge ich nochmal eine Frage an die letzte Frage dran. Sie sind ja zusammen mit einem weiteren Kandidaten, man kann es ruhig sagen, einem Kandidaten aus der AfD, jetzt aus unserem Wahlbezirk in Berlin. Nehmen Sie ja die Sorgen und Nöte mit nach Berlin, aus unserem Wahlbezirk, das heißt also aus Freising, Pfaffenhofen und Teile von Schrobenhausen. Gibt es Gemeinsamkeiten mit beiden? Die Gemeinsamkeit ist, dass wir im selben Parlament sitzen. Herr Erzdorfer, ich danke Ihnen. Dankeschön.